Jeder kann durch Krankheit, Unfall oder im Alter in die Situation geraten, auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Ausgebildete Fachkräfte sind hier lebensnotwendig. Eine Ausbildung in den Pflegeberufen ist mit mittlerer Reife oder einer vorangegangenen Pflegerhelferausbildung möglich. Die Ausbildung in den Pflegeberufen dauert 3 Jahre. Und in den Pflegeberufen, je nachdem, in welchem Einsatzort man ist, hat man unterschiedliche Settings. Das heißt, wir sind in der Krankenpflege, zum Beispiel in die Krankenhäuser etabliert, in die Altenpflege ist in die Heime etabliert und eine Kinderkrankenpflege speziell für die Kinderkrankenpflege. Einer der Auszubildenden ist Thomas Schmidt. Nach dem Abschluss der Realschule hat er sich als einer der wenigen Männer dazu entschlossen, eine Ausbildung in der Krankenpflege zu beginnen. Mir gefällt einfach das Arbeiten auf Station, das Gesamte. Also man hat eine unglaublich gute Zusammenarbeit mit seinen Kollegen, Kolleginnen, mit Ärzten, mit Therapeuten. Das ist einfach alles so ein Zusammenspiel, das wo relativ viel Spaß macht zum Arbeiten. Und dann natürlich auch die Dankbarkeit für die Patienten und so weiter, wenn man jedes froh, wenn er einem hilft. Bei der 3-jährigen Ausbildung werden den Schülern in den Berufsfachschulen umfangreicher theoretischer Lernstoff vermittelt. An der Übungspuppe trainieren die Schüler den richtigen Umgang mit den Patienten. Darüber hinaus werden die Pflegeschüler bereits in der Praxis eingesetzt. Teamfähigkeit und Spaß am Umgang mit Menschen wird vorausgesetzt. Als Schüler lernt man am Anfang also die Grundpflege also und die Patienten richtig einzubauen. Also was können Patienten nur bei der Pflege selber machen, wo muss man ihnen helfen, wo muss man es unterstützen. Und man merkt, also man lernt auch früh, dass man Patienten einfach so beobachtet, dass man ihren Zustand gut beurteilen kann. Und ja, das Schöne ist, dass man halt auch früh hinterfragen muss und auch selber sehr gefördert wird. Die Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel zum Fachkrankenpfleger für Intensivpflege, sind groß. Die Gesundheitsbranche ist so dieser Wachstumsmarkt in der Republik bei uns. Also von daher gibt es ständig mehr an Fortschritt in der Medizin, in der Betreuung, und das bedarf natürlich mehr Personal. Darüber hinaus haben wir natürlich auch die Schiene des demografischen Faktors, wie es derzeit heißt. Das heißt, es gibt immer mehr alte Menschen, die betreut werden sollen, die natürlich auch mehr krank sind. Auch ein akademischer Weg ist im Gesundheitswesen möglich. Unter anderem werden in Pfarrkirchen und Deckendorf Studiengänge in Pflege- und Gesundheitsbereichen bereits sehr erfolgreich angeboten. Also die Studienfächer sind zunächst mal die Kenntnis des Systems. Unser Gesundheitssystem in Deutschland ist, würde man sagen, kein unkompliziertes. Wir haben diese verschiedenen Sektoren, ambulant, stationär, Reha, Pflege und auch der Präventionsbereich, der im Prinzip fast als eigene Säule gesehen werden kann. Aber sehr interessant ist natürlich auch unsere ganze Herangehensweise, wie man gerade mit international zusammengesetzten Teams oder Mitarbeitern arbeitet. Und da müssen wir natürlich auch auf unserer Seite noch achten, dass wir auch so etwas wie eine Willkommenskultur bei unseren Kliniken, auch bei den Pflegeheimen einrichten. Wem die Arbeit mit Menschen Freude bereitet, lernbereit und verantwortungsbewusst ist und Interesse an medizinischen Aufgaben hat, der sollte eine Ausbildung in der Krankenpflege beginnen.